Gott, ich bin ja groß. Geh mal bitte da hoch. Ich kann das bestimmt da an dem Ende anbringen. Ah ja, genau. So, jetzt kann ich da unten hingehen und kann dann da oben mit den Hebel betätigen. Ah, Mist. Jetzt kann ich da ganz bestimmt noch draufklicken. Verdammt. Muss ich mich irgendwie erst klein machen? Irgendeine Einstellung davon muss her. Ist mir jetzt eigentlich wohl überhaupt Sache, der kann das da jetzt betätigen. Der macht sich ja von alleine wieder groß. Oh, ich kann da hochgehen. Achso, dann stehe ich hier. Gibt es hier irgendwas, irgendwie irgendwo einen Hinweis oder sowas? Ich würde gerne daran. Ich hätte vielleicht noch eine Idee. Mal gucken, ob das klappt mit 2B. Bin ich mal gespannt. Ne, 2a, Entschuldigung. Na, mach dich mal groß. Mach dich mal groß, mein Kleiner. Dann gehst du nämlich auch ein bisschen schneller. Und so, machst du dich jetzt bitte groß. Und genau, ich wusste es doch. Jetzt geht's für dich nach rechts. Aber immer schön vorsichtig. Das ist jetzt bitte. Was ist das? Ah, okay. Okay. Ich kann das da ja nur hinlegen. Der zweite fehlt. Ups. Nee, du kannst doch nicht liegen bleiben. Der zweite fehlt. Der zweite fehlt. Der zweite fehlt. Mögen denn der zweite Sohn? Warte mal, ich guck mal nochmal nach oben. Weißt du, wenn ich jetzt den Hebel betätige, kommt das Ding da raus. Zack. Muss ich das von unten betätigen und dann ganz schnell da reinlaufen? Nee, das geht nicht. Okay, dann wieder nach oben. Dann hangen wir uns da nochmal hoch und dann gucke ich mal, ob wir von da irgendwo anders hinkommen. Wieso nicht? Hoch da. Du bist ein Spinner. Wo ist denn dann das zweite Teil? Oder kann ich das vielleicht auch auf die andere Seite der Bahnschiene legen? Ah. Ah, das sieht doch besser aus. Jetzt fährt das Ding nämlich aus der meiner Richtung. Okay. Den will er bestimmt jetzt auch nicht mehr betätigen. Genau. Dachte ich mir. Damit kann ich jetzt nicht mehr, damit kann ich auch nicht mehr da drauf. Ach, okay. Wieso geht das Tor nicht auf? Ah. Okay. Und schon sind wir drin. Oh, ein Räuber.
Bären oder was auch immer. Na, der Typ hat uns als Kleinkind also immer geärgert. Und jetzt haut er wieder ab. Oh Gott, der muss doch da stecken bleiben, so dick wie der ist. Nein, Tatsache, der ist da wirklich durchgekommen. So, ich denke mal, wir können uns jetzt bewegen. Ah, okay. Damit kann man wohl da nichts machen. Da kann man was machen. Ah, okay. Also das leckt manchmal zwischendurch ganz schön. Warum nur, frage ich mich. Ich weiß es nicht. Auch da hinten ist irgendein Hebel. Da. Hab ich gerade eben gesehen. Betätiger ist wieder, zack. Die Kiste rein. Ne, da soll's hin. Dann geh erstmal zur Tür. Und nimm das Herbische mit. Wofür auch immer wir das brauchen. Die Tür ist zu, was für ein Zufall. Also wenn er groß ist, ist er langsamer und wenn er klein ist, ist er langsamer. Also müsste man ihn ein bisschen ausbalanciert haben. Also mittig. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir das jetzt machen müssen. Los, mal. Vielleicht in den Lerndings reinsetzen und dann irgendwas machen? Das ist ja die Frage. Ach, vielleicht reinsetzen und Hebel betätigen, das wäre eine Idee. Vielleicht geht das ja, mal gucken. Okay, rein geht auf jeden Fall. Huch, nein. Na, pack es ins Inventory, danke. Jetzt irgendwie mit dem interagieren. Nee, das geht nicht. Okay. Da oben muss das Ding bestimmt rein. Okay. Ach, da ist irgendwas. Ja, rein in den Wagen, hochziehen lassen. Da, dann den Hebel reinmachen und dann. Das dachte ich mir ja schon. Nur das Problem ist, ich kann das nicht gleichzeitig aktivieren, wenn ich da das Ding mache. Warte mal, kann ich das so im Knopf? Ah.
anders aus. Sieht gut aus. Jetzt muss ich das nur noch irgendwie. Ach. Komm schon. Zu langsam. Okay, wieder zurück und mach dich mal klein. Das ist ja nervig. Aber der muss groß sein, glaube ich, um da hinten hinzukommen. Wenn ich klein bin, passt das nämlich alles super. Ach nee, hier muss in Bewegung sein, okay. Ah, okay. Vielleicht so. So, jetzt geht er aber nicht runter. Nee, der muss auf jeden Fall hoch und der vielleicht in die Mitte. Knifflig, knifflig. Also wir müssen das erreichen, dass er... Der geht ja nicht einmal runter. Ne, das ist jetzt nicht alles. Erstmal runter. Ach so, okay. Jetzt ist nur die Rotation. Das darf er nicht. Gucken, was er jetzt macht. Was ist denn genau? Jetzt geht er runter. Oh, jetzt geht er zwei miteinander runter. Nee, das ist auch nicht richtig. So vielleicht? Jetzt geht er da runter. Rotiert. Geht in den zweiten da runter. Und macht dann nichts mehr. Das ist natürlich doof. Und wenn ich in der zweiten erst runtergehe und den in der dritten erst runtergehe und den in der zweiten nichts machen lasse, mal gucken. Also erste ist das. Zweite macht er jetzt gar nichts.